Ich hoffe, Sie können alle meinen Bildschirm sehen. Das ist ja immer so eine Herausforderung bei den Webinaren. Sehr gut. Genau. Ganz kurz zu mir. Ich bin bei Exasol seit 2007 zugange, im Partnerbereich. Vor allem kümmere ich mich um die Technologie, und unterstütze die Partner dort in dem Bereich. Eine ganz kurze Abriss zu Exasol. Die Historie, das Unternehmen ist jetzt nicht mehr ganz jung. Seit 2000 wurde es bereits als Ausgründung von Universitäten Jena und Erlangen gegründet. Damals mit der Idee, einen Accelerator zu schreiben für analytische Datenbanken oder für Datenanalysen, der quasi auf einer bestehenden Datenbank aufsetzt und dort dann auf intelligente Art und Weise Abfragen, die an diese Datenbank gerichtet werden, gegebenenfalls übernimmt und direkt beantwortet, beziehungsweise einfache Sachen an die Datenbank weiterleitet. Wir sind damit natürlich oder haben recht schnell festgestellt, dass das einen Schritt zu kurz gesprungen war und sind dann nochmal zurück ans Zeichenbrett, ans Reißbrett gegangen und haben von Grund auf eine eigenständige Datenbank Lösung, Architektur und Lösung entwickelt, die Exasol, die wir auch 2008 dann an den Markt gebracht haben. Das heißt, die Software ist mittlerweile seit über 10 Jahren bei verschiedensten Kunden im Einsatz. Ein paar sehen Sie hier aufgeführt. Mittlerweile sind wir auch nicht mehr nur in Nürnberg, unserem Hauptquartier, aktiv und im deutschen Markt, sondern haben das Ganze international ausgebreitet mit Büros in London, in Paris, aber auch drüben in den USA, in New York und Atlanta, wo wir auch mittlerweile eine Mannschaft sitzen haben, die entsprechend dort auch das Produkt vertreibt und unsere Kunden vor Ort direkt unterstützt. Was versteckt sich jetzt hinter Exasol? Was ist Exasol? Ich sagte bereits, es ist eine Datenbanklösung und der Grund, vielleicht noch einen Schritt zurück nochmal gehen, weshalb haben wir Exasol entwickelt? Und ich glaube, diese Gründe galten nicht nur damals, Anfang der 2000er, sondern sind heutzutage immer noch akut, ist zum einen ganz klar die Performance. Wir wissen es selber, wenn wir heutzutage in Google eine Frage eingeben und mag sie noch so blöd sein, bekommen wir innerhalb von wenigen Millisekunden in kürzester Zeit eine Riesenreihe von Antworten. Und das ist ja auch etwas, was wir eigentlich bei uns, wenn wir unsere eigenen Daten uns betrachten und die analysieren wollen, auch sehen. Wir sind ja oftmals, wenn man Analysen durchführt, in so einem Fluss, man hat eine Hypothese und möchte sie entweder bestätigt haben oder eben widerlegt haben. Und geht dabei dann quasi in so eine Art Dialog auch mit den Daten rein. Und den kann man natürlich nur dann wirklich führen, wenn man direkte Antworten bekommt auf die Fragen, die man an diese Daten stellt. Diese berühmte Kaffeepause dazwischen, das hilft meistens nicht, weil oftmals hat man dann seinen Gedankenfluss vielleicht auch schon wieder zerstört. Der zweite Punkt, die zweite Herausforderung, die wir sehen oder gesehen haben, ist natürlich, gibt es heutzutage oder verwendet fast jedes Unternehmen heutzutage schon irgendeine Art von analytischer Lösung, um Daten oder um Mehrwerte aus den Daten, die im Unternehmen gesammelt werden, zu generieren. Hier ist es natürlich wichtig, dass eine neue Lösung wie Exasol sich einfach integrieren lässt. Das heißt, der bestehende, nennen wir es mal Stack, die bestehende Infrastruktur muss hier nicht irgendwie groß angepasst werden. Und was die Geschwindigkeit betrifft, wollen wir natürlich auch nicht, das oder wollen unsere Kunden natürlich auch nicht, dass aufgrund des Einsatzes einer neuen Technologie plötzlich komplett neue Wege gegangen werden müssen, um diese Daten zu analysieren. Das heißt, man möchte sich nicht umstellen müssen von ich kenne mich aus in einer relationalen Welt, weil bis jetzt habe ich immer mit einer relationalen Datenbank gearbeitet und muss jetzt plötzlich mein gesamtes Gedankenmodell auf den Kopf stellen, nur um mit Exasol arbeiten zu können. Das soll natürlich entsprechend auch nicht sein. Das heißt, diese Erschwinglichkeit, wie schnell kann ich dieses Produkt bei mir integrieren und wie schnell kann ich auch produktiv damit arbeiten? Das Ganze soll natürlich ein möglichst kurzer Zeitraum sein. Das ist auch uns entsprechend an der Stelle sehr wichtig. Und last but not least, eine Flexibilität und Skalierbarkeit. Da wir heutzutage mit ständig wachsenden Datenvolumina auf der einen Seite zu kämpfen haben, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht mehr nur einen kleinen Anwenderkreis die Möglichkeit geben wollen, in seinen Daten, mit seinen Daten direkt zu arbeiten und der Rest bekommt nur so Standardauswertungen, sondern da wir ja das Fachwissen in den jeweiligen Abteilungen sitzen haben und das natürlich dann auch entsprechend heben wollen,
Das heißt, der Fachbereich weiß noch am allerbesten wahrscheinlich, wie er mit den Daten, was in den Daten suchen kann und suchen möchte und welche Auswertungen Sinn machen. Das heißt, dieses Self-Service-BI, der Gedanke ist natürlich auch immer sehr wichtig. Man lässt immer mehr Menschen oder gibt immer mehr Menschen mit Mitarbeitern im Unternehmen Zugang zu den Daten. Da muss auch entsprechend dann eine Lösung vorhanden sein, die genau damit entsprechend mitwachsen kann. Also diese Flexibilität und Skalierbarkeit, nicht nur was die Datenvolumina angeht, sondern auch was die Anwendungsfälle und auch die Komplexität dieser Anwendungsfälle betrifft, muss natürlich durch ein entsprechendes System, möchte man es wirklich einsetzen, sinnvoll einsetzen, entsprechend gegeben sein. Und wir meinen von Exasol, all diese Punkte können wir entsprechend unterstützen. Als Basis, wir sind eine relationale Datenbank für Analytics. Das heißt, klassisch eine relationale Datenbank, wie man es von einer Oracle kennt, wie man es von einer DB2 kennt oder einem SQL Server, aber eben entsprechend dediziert ausgerichtet für Datenanalysen, so wie man es zum Beispiel auch von einer Teradata kennt oder Vertica oder anderen Anbietern am Markt. Was zeichnet uns jetzt technologisch und generell vom Ansatz her aus? Zum einen haben wir von der Architektur her, auf die ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail eingehen werde, von Anfang an jetzt nicht irgendwie die Welt neu erfunden, sondern wir haben uns umgeschaut und angeschaut, welche Komponenten müssen wir oder macht Sinn zu kombinieren, um hier die bestmögliche Lösung zu generieren, die genau diese Anforderungen, diese Herausforderungen entsprechend meistern kann. Das heißt, wir haben zum einen einen sogenannten MPP-Ansatz gewählt, also Massive Parallel Processing. Wir arbeiten typischerweise nicht nur auf einem Rechner, sondern auf einem Rechnerverbund. Das war auch das Forschungsgebiet unserer Gründer an der Stelle in Erlangen und Jena. Etwas, was aber zum Beispiel auch eine Teradata schon seit längerem macht. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir wollen da die Verarbeitung der Datenabfragen ja typischerweise im Hauptspeicher passiert, wollen wir eben sicherstellen, dass hier der Zugriff und die Verarbeitung bestmöglich erfolgen kann. Das heißt, wir haben grundsätzlich mal das Ganze von klassischen Datenbanken kommend komplett gedreht, diese Sicht auf die Daten, gesagt, wir gehen nicht mehr davon aus, dass die Daten auf einer Festplatte liegen und wir sie in den Hauptspeicher reinladen, sondern wir drehen das Bild einfach mal um 180 Grad und sagen, es liegt alles im Hauptspeicher. Wir gehen jetzt mal von Utopia aus und sagen, wir haben unbegrenzt Hauptspeicher. Wie müssen die Strukturen im Hauptspeicher sein, um hier bestmöglich, schnellstmöglich, nicht nur auf einem einzelnen Rechner, sondern über mehrere Rechner hinweg und nicht nur auf einem einzigen CPU-Kern, sondern möglichst auch noch parallelisiert entsprechend arbeiten zu können. Deswegen diese In-Memory-Technologie, auch hier waren wir nicht die Ersten. Sie kennen wahrscheinlich eine Times 10 oder eine SolidDB, die jetzt zu Oracle bzw. IBM gehören, die auch dieses In-Memory-Verarbeitung entsprechend frühzeitig entwickelt haben. Und auch als weiteren Punkt der Column Store, das heißt, da wir in Analysen selten die eine komplette Zeile oder die kompletten Zeilen einer Tabelle in ihrer epischen Breite betrachten, sondern typischerweise nur einzelne ausgewählte Spalten, macht natürlich so eine Speicherung in Spalten Sinn, weil ich dann sagen kann, die ganzen anderen Daten, die in dieser Tabelle sind, kann ich erstmal lassen, wo sie sind, sei es auf Festplatte oder sonst wo, und muss mir nur diese einzelnen Spalten anschauen. Auch hier in der Sybase IQ, beziehungsweise gab da noch einen Vorgänger, den Sybase dann gekauft hat und in IQ integriert hat. Auch das schon lange am Markt gewesen. Und wir haben das Ganze dann entsprechend kombiniert, haben noch weitere Punkte dazugefügt, beziehungsweise Beschränkungen aufgehoben. In Memory bedeutet bei uns nicht, der Hauptspeicher ist voll und die Datenbank hört auf, sondern da können wir noch weiterarbeiten, weil es gibt ja so Technologien wie ein Swapping. Und Datenkompression macht auch immer Sinn, weil wir dann einfach mehr Daten in den Hauptspeicher bekommen und mehr damit quasi arbeiten können. Wir unterstützen eine vielfältige Zahl von Plattformen, ausgehend von On-Premise, aber wie gesagt, mittlerweile auch in der Cloud verfügbar. Das heißt, der Kunde hat die Flexibilität, uns dort einzusetzen, wo er uns benötigt. Dann, um die Integration sicherzustellen, entsprechend mächtige Werkzeuge neben existierenden ETL-Tools, sondern auch von der Datenbank bereits mitgebrachte mächtige Werkzeuge, die es ermöglichen, unterschiedlichste Datenquellen flexibel an die Datenbank anzubinden und darauf aufbauend dann noch einen Schritt weitergehend. Gartner hat das Ganze mal als Konzept des Logical Data Warehouse an den Markt gebracht. Über Datenvirtualisierung quasi andere Systeme live einzubinden, sodass dieser Eindruck entsteht, die Datenlägen der Datenbank werden aber aus dem entsprechenden Quellsystem geliefert. Das heißt, man kann mit Exasol auch eine sogenannte logische Schicht aufbauen,
in der alle Daten vereint sind, in Wirklichkeit aber dann teilweise auch in anderen Fremdsystemen liegen und dann nur für die Analysen direkt während der Abfrage in Richtung Exasol transferiert werden, um dort dann entsprechend die Auswertung zu fahren. Wir sind, weil wir eine relationale Datenbank sind, sind wir in der klassischen SQL-Welt zu Hause, haben aber schon frühzeitig auch begonnen, die modernen Data Science-Sprachen dort mit integrieren. Auch da komme ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf zu sprechen, um eben diese beiden Welten, BI und Data Science, in einem System zu vereinen und den Kunden so zu ermöglichen, quasi beide Szenarien, beide Use Cases oder die verschiedenen Use Cases aus beiden Szenarien auf einer einzigen zentralen Plattform durchzuführen, zu verarbeiten, um hier eben diese Idee des Single Point of Truth oder Trust entsprechend realisieren zu können. Zu guter Letzt sind wir natürlich ein Enterprise-Produkt in vielen Unternehmen auch entsprechend als Data Warehouse oder Ähnliches im Einsatz. Das heißt, diese ganzen Funktionen auf Enterprise-Niveau sind natürlich vorhanden. Last but not least, und das ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Punkte auch von Beginn an gewesen, wollten wir diese Datenbank so einfach wie möglich machen für den Anwender. Das heißt, wir haben sehr viele Self-Tuning-Technologien implementiert, um hier wirklich die Möglichkeit zu schaffen, ich habe meine Datenbank, ich lege meine Daten dort hinein und fange an zu arbeiten. Ohne mir Gedanken machen zu müssen, muss ich die Daten in gewisser Weise partitionieren oder strukturieren, muss ich die bestimmte Indizes zum Beispiel bauen, andere Tuning-Parameter setzen, um hier eine bestmögliche Performance zu erzielen, sondern wir haben gesagt, das kann die Datenbank bestmöglich eigentlich selbst. Sie sieht ja alle Abfragen, die kommen und kann entsprechend darauf reagieren, sodass es wirklich hier an der Stelle, ich setze die Datenbank auf, ich lege meine Daten hinein oder definiere sie zuerst die Strukturen, lege dort meine Daten hinein und fange dann an, entsprechend direkt auf meinen Daten zu arbeiten, ohne mir über irgendetwas weiteres groß Gedanken machen zu müssen. All das kombiniert hat uns zur schnellsten Datenbank der Welt gemacht, bestätigt durch den TPCH-Benchmark. Daher können wir uns da auch entsprechend nennen, wo wir zwar das letzte Mal 2014 teilgenommen haben. Seitdem hat uns aber dort in diesem Benchmark kein anderes Unternehmen schlagen können. Das heißt, wir stehen dort immer noch auf Platz 1, auch wenn das jetzt schon ein paar Jährchen her ist. Was sind jetzt so typische Einsatzszenarien von Exasol? Wo, wann überlegen Kunden, eine Exasol entsprechend bei sich zum Einsatz zu bringen? Das erste ist erstmal so der einfache Einstieg, kann man sagen. Es gibt ein neues Projekt, in dem absehbar ist, dass es eventuell zu Performance-Problemen zum Beispiel kommen kann oder ein bestehendes Projekt, wo einfach die Performance nicht mehr ausreicht, um die Anwender hier zufriedenzustellen, beziehungsweise um den Anwendern es zu ermöglichen, wirklich sinnvoll Auswertungen auf diesen Datenbestand zu fahren. Dann wird Exasol gerne so als analytisches Sidecar, also quasi als kleine Lösung nebendran oder als Data Mart auf einem Data Warehouse oben drüber eingesetzt, um hier genau dieses Problem an der Stelle entsprechend zu lösen. Das heißt, dem Kunden zu ermöglichen, wirklich interaktiv, ad hoc mit den Daten zu arbeiten und um das zentrale System an der Stelle auch entsprechend zu entlasten. Das ist natürlich jetzt der erste Schritt, oftmals dann auch zum Beispiel, wenn man mit Tableau zusammenarbeitet oder ein Tableau-Anwender ist und zum Beispiel mit Extrakten arbeitet, hat man ja gerne auch oder oftmals das Problem, dass irgendwann der Extrakt zu groß wird, zu komplex wird, die ständigen Aktualisierungszyklen zu lange dauern. Auch da macht es Sinn oder überlegen sich Kunden oft dann entsprechend, statt dem Extrakt eine Exasol einzusetzen, direkt auf den Live-Daten zu arbeiten und hier entsprechend die Vorteile einer Exasol direkt nutzen zu können. Oftmals wächst dann dieses kleine Gewächs, dieses kleine Pflänzchen und wird dann zum Data Warehouse im Unternehmen beziehungsweise auch zu einer kompletten Data Mart-Schicht, je nachdem, wie weit man gehen möchte an der Stelle, sodass wir auch hier entsprechend alle Möglichkeiten haben, wirklich zu diesem Single Point of Trust oder dieser One-Stop-Shop zu werden. Alle Daten liegen in der Exasol, ich fahre sämtliche Auswertungen, die ich benötige, sei es mein Standard-Reporting oder sei es eben auch meine Advanced Analytics-Sachen oder meine Data Science-Themen direkt in dieser Exasol drin und habe dann alles an einer Stelle und kann damit entsprechend arbeiten und die Vorteile einer Exasol genießen. Oftmals ist es aber auch so, dass wir jetzt nicht nur ein homogenes System haben, wo wir ein zentrales Data Warehouse, das wir einfach mit einer Exasol an das wir eine Exasol anbinden oder mit dem wir eine Exasol, das wir mit einer Exasol ersetzen,
sondern oftmals haben wir ja mittlerweile ein sehr heterogenes Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Hadoop kommt mittlerweile oft zum Einsatz, das heißt als Data Lake, wo ich einfach mal alles reinlege an irgendwelchen Daten oder wo ich bestimmte Daten eben, wie zum Beispiel Sensordaten oder Ähnliches vorhalte, weil es einfach erstmal wichtig ist, dass sie weggeschrieben werden und die Mengen einfach so riesig sind, dass sie nicht in mein zentrales Data Warehouse gelegt werden sollen. Wir haben dann noch weitere Datenbanken eher im NoSQL-Bereich, in denen wir bestimmte Sachen speichern und möchten aber dann unseren Anwendern trotzdem die Möglichkeit geben, auf so einen integrierten Datenbestand, der aus verschiedensten Zwischenquellen sozusagen kommt, entsprechend auch zugreifen zu können. Auch dafür bietet sich Exasol an, weil wir zum einen die klassische Anbindung an klassische Datenbanksysteme sehr einfach können. Ich hatte ja vorhin schon die virtuellen Schemata zum Beispiel angesprochen gehabt, auch da die Daten einfach unten lassen. Wir haben eine sehr flexible und mächtige Hadoop-Integration. Das heißt, Sie können auch die verschiedenen Systeme, die Sie auf Hadoop laufen lassen oder am Laufen haben, entsprechend in Exasol integrieren. Sei es, dass die Daten physikalisch kopiert werden, sei es, dass eben gewisse Sachen im Hadoop-Cluster abgefragt werden und nur virtuell in der Exasol zur Verfügung stehen. Und eben gleiches gilt auch noch für die NoSQL-Datenbanken. Das heißt, hier haben Sie dann die Möglichkeit, so eine zentrale integrierte High-Performance-Schicht zu schaffen, mit der dann entsprechend alle Auswertungen im Unternehmen gefahren werden können. Bietet sich natürlich auch an, so als möglicher Migrationszwischenschritt. Ich baue mir erstmal diesen zentralen Layer und fange dann zum Beispiel an, gewisse Daten aus meinem zentralen Data Warehouse, wo ich vielleicht feststelle, da passt die Performance doch nicht mehr ganz, dort hinein zu integrieren oder die Wartung ist mir zu komplex, der Betrieb, migriere sie in Exasol rein. Auch das haben wir schon in verschiedensten Kundenszenarien entsprechend gesehen und erlebt. Gut. Zur Architektur. Was versteckt sich jetzt dahinter? Wir haben gesehen, verschiedenste Einsatzszenarien, aber wie funktioniert jetzt eigentlich so eine Exasol genau? Ich hatte bereits gesagt gehabt, wir sind eine MPP-Datenbank, also eine massiv parallele im Cluster typischerweise laufende Datenbank. Das heißt, wie Sie links sehen, besteht so eine Datenbank typischerweise aus mehreren Datenknoten. Das sind einzelne Server. Wir haben hier unten noch so einen sogenannten Standby-Knoten stehen. Der kommt vor allem im On-Premise-Umfeld zum Einsatz, einfach um sicherzustellen, dass selbst wenn Hardware ausfällt, dieses System weiter funktioniert. Wenn wir uns jetzt eine Tabelle betrachten, in dem Fall wären es wahrscheinlich einfach mal Kundendaten, die wir haben. Diese Tabelle wird bei uns, wenn Sie die in Exasol speichern, automatisch auf diese einzelnen Knoten verteilt. Das macht die Datenbank vollautomatisch, da müssen Sie sich nicht drum kümmern. Das heißt, von dieser Tabelle liegen Teile auf Knoten 1, Teile auf Knoten 2 und Teile auf Knoten 3. Vollautomatisch. Wenn der Anwender jetzt eine Anfrage durchführen möchte, eine Abfrage, sehen Sie auch, wir kennen hier keinen Masterknoten, sondern der Laptop da oben, das soll quasi so der Endanwender sein, der seine Abfrage durchführen möchte, dann schickt er diese Abfrage an irgendeinen dieser drei Rechner. Der Rechner nimmt diese Abfrage entgegen und verteilt sie dann im nächsten Schritt an die anderen beiden Rechner, sodass dann alle, der gesamte Verbund in diesem Cluster weiß, okay, das ist die Abfrage, die wir ausführen sollen. Und dann fangen alle drei an, parallel diese Abfrage zu abzuarbeiten, und zwar jeweils auf ihrem Datenbestand. Jetzt in einem ganz einfachen Beispiel, an der Stelle hatte der Anwender gesagt, ich hätte gern die Summe, die Umsatzsumme, die ich gemacht habe mit diesen Kunden oder mit meinen Kunden. Dann kann man sich das vorstellen, jeder Rechner geht her, summiert seine Revenue-Spalte auf und liefert sie dann an den einen Rechner zurück, der die Kommunikation mit dem Client aufrechterhält, das wäre in dem Fall der mittlere, der dann nur noch diese drei Werte sozusagen zusammenaddiert und als Ergebnis dann entsprechend an den aufrufenden Client oder an den Client entsprechend zurückliefert. Damit sehen wir schon, wir können einen schön parallelisieren, weil jeder Rechner arbeitet gleichzeitig an dem gleichen Problem. Natürlich gibt es gegebenenfalls eine gewisse Kommunikation unter diesen Rechnern, aber das ist aber alles nicht sehr tragisch, da passiert nicht sehr viel und wir haben entsprechend dadurch schon eine deutliche Beschleunigung, weil eben nicht nur ein Rechner an dem Gesamtproblem arbeitet, sondern so ein bisschen nach diesem Divide and Conquer, jeder Rechner arbeitet an einem Teil des Problems quasi und sie zusammen bilden sie dann eben entsprechend das Gesamtergebnis. Wenn wir noch ein bisschen tiefer ins Detail, Sie sehen rechts quasi, wie so ein Knoten im Detail aufgebaut ist. Wir haben zum einen oben die CPUs stecken, dazwischen gibt es den Hauptspeicher und unten die Festplatten, die auch wir benötigen, auch wenn wir eine sogenannte In-Memory-Datenbank sind. Aber wenn Sie eine SQL
Datenbank sein wollen, dann müssen Sie natürlich sowas wie eine Persistenz auch sicherstellen. Es gibt ja diese ACID-Regeln, Atomicity, Isolation, Consistency und Durability. Durability bedeutet, auch bei Stromausfall gehen die Daten nicht verloren, sondern sind weiter gespeichert, in einem konsistenten Stand gespeichert. Das heißt, auch wir brauchen die entsprechenden Festplatten. Auf diesen Festplatten haben wir, und ich hatte es vorhin bereits erwähnt gehabt, die Daten in einer spaltenorientierten Speicherung gespeichert. Diese Speicherspalten sind dann typischerweise unterteilt in verschiedene Blöcke, je nachdem, was für Datentypen sind. Und wenn wir jetzt diese Daten abfragen, dann werden eben die Blöcke, die benötigt werden, in den Hauptspeicher gezogen und noch einen Schritt weiter, wo nötig, dann auch entsprechend in den CPU-Cache. Sie sehen links an den Zugriffszeiten, dass hier doch deutliche Unterschiede sind, ob ich jetzt mit einer Festplatte, ups, arbeite oder ob ich mit Hauptspeicher arbeite. Jetzt werden manche vielleicht einwerfen, naja, mit einer SSD wäre es aber ja doch ein bisschen schneller als mit Festplatten, das ist richtig, aber bei weitem nicht so schnell, wie Sie es jetzt hier mit dem entsprechenden Hauptspeicher schaffen. Das heißt, der Hauptspeicher und der CPU-Cache ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wo wir versuchen, die Daten so lang wie möglich entsprechend drin zu halten, weil einfach hier die Zugriffszeiten so optimal sind, dass wir schnell mit diesen Daten entsprechend arbeiten können. Data Science war auch ein Thema, was ich bereits erwähnt hatte, dass wir da die Sprachen mit integriert haben. Das Ganze basiert so ein bisschen darauf oder kommt daher. Mike Stonebreaker, der hat mal den Turing Award gewonnen, hat auch unter anderem zum Beispiel Vertica mit aufgebaut, war der Meinung gewesen, dass SQL auf großen Daten und Data Scientists eigentlich zwei separate Welten sind, die nie so wirklich zusammenkommen werden. Da sagen wir, nee, stimmt nicht so ganz. Auch wenn richtigerweise die Teams, wenn Sie sich die betrachten, in unterschiedlichen Werkzeugen, unterschiedlichen Sprachen und oftmals auch unterschiedlichen Datenvolumina grundsätzlich arbeiten. Klar, das BI-Team, das kennt seine SQL-Welt, arbeitet mit seinen BI-Tools an der Stelle und typischerweise eben auf den entsprechend großen Datenvolumina. Muss jetzt nicht notwendigerweise sein. Wenn Datamart haben, dann ist er natürlich auch ein bisschen kleiner. Wohingegen Data Science oftmals mit R, mit SAS, mit Python oder anderen Sprachen gearbeitet wird. Als Tools kommen hier gerne RStudio oder sowas wie ein Jupyter Notebook heutzutage ja auch zum Einsatz. Und abhängig ein bisschen vom System ist das Datenvolumen oft kleiner, weil wenn Sie dann nur so einen einzelnen Rechner haben und damit R zum Beispiel eine Predictive Analytics machen, dann dauert das. Das heißt, Sie haben dann typischerweise arbeiten Sie eher auf kleineren Datenvolumina, um einfach hier eine entsprechende Performance auch einigermaßen sicherstellen zu können. Wir wollen oder wir meinen, wir können diese zwei Welten entsprechend mit Exasol zusammenführen und haben deswegen neben SQL auch entsprechend andere Programmiersprachen mit integriert, sodass man innerhalb der Datenbank entsprechend auch die Anwendungsfälle eines Data Science Teams bedienen kann, beziehungsweise dort können entsprechend Data Science Teams auch direkt auf den großen Datenmengen arbeiten. Wir nennen das Ganze ein UDF-Framework, User Defined Function. Das heißt, mit Hilfe dieser Programmiersprachen, ja, Python, Java oder eine beliebige andere, das Framework ist offen gehalten, das heißt, es können beliebige hinzugefügt werden, erstellen Sie eigene Algorithmen direkt in der Datenbank, die direkt im SQL-Prozess dann entsprechend ausgeführt werden. Das heißt, alle Vorteile, die Sie bei der Ausführung eines SQL-Statements haben, was Sie auch gerade eben gesehen haben, diese Parallelisierung über die Rechner hinweg, all das ist an der Stelle genauso gegeben. Das heißt, auch diese Algorithmen werden entsprechend parallelisiert über die Rechner hinweg ausgeführt, sodass Sie hier entsprechend bereits einen deutlichen Performance-Vorteil erzielen können. Und Sie müssen nicht mehr die Daten zu den Algorithmen bringen, sondern Sie bringen quasi die Algorithmen runter zu den Daten und können direkt in der Datenbank entsprechend diese Algorithmen machen. Das macht man jetzt natürlich nicht in allen Anwendungsfällen und ich verstehe es auch vollkommen, wenn Unternehmen sagen, naja, zur Modellierung, wenn ich zum Beispiel so einen Predictive Analytics mache, nutze ich gern ein Tool wie Alteryx oder Ähnliches oder arbeite doch lieber mit meinem RStudio, weil ich hier eine gewisse Flexibilität habe. In Alteryx kann ich schön einen Workflow modellieren, wo ich dann entsprechend mein Training aufsetze und dann danach noch meine Tests laufen lasse. Richtig. Aber Kunden wie zum Beispiel Adidas machen das. Die nehmen dann dieses trainierte Modell, stecken das dann in die Datenbank, um auf den großen, großvolumigen Daten entsprechend diese Vorhersagen direkt massiv parallel durchführen zu können. Das Ganze ist eine offene API. Das heißt, man kann beliebige Programmiersprachen hinzufügen oder auch, was heutzutage ja auch immer
Interessanter wird Sachen wie ein Machine Learning in der Datenbank direkt machen, Frameworks wie ein TensorFlow zum Beispiel oder ein Keras direkt in die Datenbank bringen und dann direkt wieder auf den Daten diese Algorithmen entsprechend auszuführen. Das Ganze, wie bereits gesagt, skalierbar. Entsprechend die Parallelisierung ist mit inklusive oder quasi inhärent mit drin. Das heißt, dieses System können Sie dann beliebig skalieren. Und Ihre bestehenden Tools, die bereits im Data Science Umfeld zum Einsatz kommen, wie RStudio, PyCharm oder Jupyter Notebooks, jetzt mal um so ein paar drei genannt, entsprechend auch einfach weiterverwenden. Das heißt, Ihre Umgebung wird dadurch reicher, indem Sie eben wieder noch mehr mit Ihren Daten machen können und diese zwei Welten aus BI und Data Science an der Stelle wirklich miteinander vereinen können, weil Sie können natürlich all das, was Sie hier im Data Science Umfeld entwickelt haben, auf einfachste Art und Weise zum Beispiel in eine View gekapselt Ihren Endanwendern fürs Reporting direkt zur Verfügung stellen. Das heißt, die Daten müssen nicht mal weggeschrieben werden, sondern die können auch bei Bedarf jedes Mal live berechnet werden, direkt im Bericht, sodass die Endanwender direkt auch von diesen Themen profitieren können. Daher sehen wir uns als so ein bisschen auch als Herzstück der analytischen Infrastruktur. Das heißt, das, was Sie hier sehen, das sind so ein paar ausgewählte Icons von Tools, die wahrscheinlich auch bei Ihnen im Einsatz sind, in der einen oder anderen Art. Das heißt, im Standard BI-Umfeld, sowas wie MicroStrategy oder Cognos Business Objects, bis hin zu die Mercedes Self-Service BI gehen, wo gerne ja ein Tableau oder ein Power BI zum Beispiel zum Einsatz kommen, oder auch On Demand mit D3 in JavaScript Anwendungen geschrieben werden, die auch direkt an der Stelle treiberlos an die Datenbank angebunden werden können. Auch hier bieten wir die entsprechende Schnittstelle zum Beispiel an, dass Sie auch solche Applikationen nicht nur notwendigerweise über Standardtreiber in der relationalen Welt, ist das typischerweise eben ODBC oder JDBC, sondern auch über direkt eine WebSocket-Verbindung mit der Datenbank angebunden werden können, um da entsprechend Ihre Analysen fahren zu können. Auf der gleichen Seite unten quasi von den verschiedenen Quellen her, sei es, wie ich es vorhin ansprach, ein Data Warehouse, was bereits existiert, oder ein Data Lake auf Hadoop oder beides, sei es aber auch eine direkte Integration der verschiedensten Daten aus ihren Quellen, können mit beliebigsten Tools, Talent etc. in die Datenbank integriert werden oder alternativ über Extra Loader, das ist quasi unser Standard Bulk Loader, der hier eine sehr große Anzahl von verschiedensten Schnittstellen, sei es klassische Dateien, sei es entsprechende Datenbanken, sei es aber auch beliebige Webservices oder Ähnliches unterstützt, direkt um da die Daten direkt quasi in ExaSol zu integrieren oder, wie ich es vorhin ansprach, über so ein virtuelles Schema quasi virtuell zur Verfügung zu stellen, sodass hier entsprechend die Anwender direkt damit arbeiten können. Und dann rechts eben, wie gesagt, die Integration des Data Science Themas, das eben über diese verschiedenen Programmiersprachen auch direkt in der Datenbank ausgeführt werden kann und nicht mehr unbedingt ein externes System an der Stelle nötig macht. So, genau. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Das Ganze, wie gesagt, ist ein Herzstück von BI in der Box, wo wir quasi die Datenbank, die zentrale Datenbankkomponente entsprechend dazu darstellen. Wir hatten ja es im letzten Webinar schon angesprochen gehabt, was es noch an weiteren Komponenten dazu gibt. Heute sollte, wie gesagt, mal ExaSol als kleines, also nicht kleines, sondern als das Herzstück mal vorgestellt werden. Eine Datenbank kann man jetzt schlecht zeigen. Das ist ja doch eher so der, wie beim Auto, der Motor. Der hat vielleicht noch eine schicke Schale, aber ansonsten sieht man von dem nicht viel. Nur wenn man dann aufs Gaspedal tritt, dann merkt man, was man ein schönes Maschinchen sozusagen man da vorne drin hat. Gleiches gilt eigentlich auch für die Datenbank. Das heißt, wir sind jetzt kein Visualisierungstool, sondern wir sind eigentlich nur dieser Motor, der es dann den Visualisierungstools, wie zum Beispiel im Tableau, ermöglicht, gut auszuschauen, weil wir einfach da die entsprechende Performance mitbringen, die es hier ermöglicht, entsprechende Anfragen oder entsprechende Arbeiten direkt live auf den Daten in dieser, ich nenne es immer Dialog mit den Daten, auszutreten, um da entsprechend die Auswertung entsprechend machen zu können. Ja, vielen Dank, Carsten. Und du hast natürlich genau recht. Also auch niemand würde einen schicken Ferrari kaufen, wenn da tatsächlich nur ein 30 PS Motor drin wäre. Insofern
ist es nicht nur der Motor, sondern es ist das wichtigste Teil am ganzen BI-System, dass das performant und schnell die analytische Datenbank da läuft. Und wir sind froh, dass wir Exasol da wirklich als Herzstück auch von BI in the Box haben. Auch wenn wir natürlich dann im Gesamtkontext BI in the Box Visualisierungstools wie Tableau oder Power BI damit draufsetzen und man als Anwender natürlich irgendwie genau diese Tools dann auch eher sieht, aber nichts wären diese Tools ohne eine Exasol sozusagen darunter, die einfach nur dafür sorgt, dass diese Tools, wie du sagst, auch wirklich gut aussehen und schnell funktionieren.